Wir sind auf dem Weg Richtung Stonebridge. Stonebridge, ja. Straße nach Stonebridge, ja. Und der heißt sogar schon so, ja. Und dann Siege 3. Ja, das spielen wir. Und da lang gehen wir. Spinnen. Am Ende hatten wir bei der letzten Folge ja noch ein Level Up. Ganz praktisch. Ja. Da. Da können wir die Spinnen jetzt ein bisschen besser besiegen. Oh, die glitzert so. Können wir die öffnen? Ja. Das ist Special Truhe. Wahrscheinlich. Ist das Stonebridge? Automatisier. Nee, Automatudin. Mach mal so, okay. Hallo, sprechen. Nein, sprechen. Willkommen in Stonebridge. Wie ich sehe, seid ihr ein Mitglied der 10. Legion. Ich bin angewiesen, euch mit leichter Verachtung und Misstrauen zu empfangen. Eure Nation, Partei, Rasse oder Institution hat einen negativen Eindruck in unserer Stadt hinterlassen. Die örtlichen Wachtmeister werden euch im Auge behalten. Bitte nennt den Grund für euren Besuch in unserer schönen Stadt. Durchreise? Ich weiß gar nicht, ob wir Durchreise machen oder ob wir, glaube, da. Es gibt keinen Grund zur Feindseligkeit. Wir sind hier wegen Angelegenheiten der Legion. Der offizielle Zensus zeigt an, dass 0 Bürger von Stonebridge registrierte Mitglieder der 10. Legion sind. Vielleicht seid ihr in der falschen Stadt. Ungeachtet eurer Gründe steht Stonebridge jedem offen. Ihr könnt hineingehen, es sei denn, ihr benötigt noch weitere Hilfe. Wir suchen nach dem großen Versammlungshaus. Das große Versammlungshaus liegt südlich des Hauptplatzes. Es steht offiziell leer, aber einige Schatzsucher sind hineingegangen. Sie sind nicht wieder herausgekommen. Das ist nicht so ganz geil. Welche Art von Hilfe kann ein sprechendes Gebilde schon geben? Ich bin ein Wachmann-Automatoiden-Prototyp. Ich bin verantwortlich für Friedenswahrung, Navigationshilfe und das Schlichten von Katzenraufereien. Katzenraufereien, aha, okay. Das ist natürlich am wichtigsten. Erzählt mir mehr über diese Stadt. Wendet euch einfach an die Handels- und Touristenkammer von Stonebridge. Diese Stadt ist ein Zentrum für Innovation, Handel und Technologie. Bestaunt die ausgeklügelte Maschinerie, die die Stadt mit Energie versorgt. Betrachtet unsere Märkte voller Waren. Atmet nicht tödliche Dosen von Smog. Stonebridge ist die Heimat von Menschen und Goblins, die ihr Leben der Freiheit und Eigenständigkeit widmen. Es ist außerdem die Heimat tausender verwilderter Hauskatzen. Ja, Katzen, sehr wichtig. Wir brechen auf. Seid gewarnt. Störungen des Stadtfriedens werden mit Bußgeld, Haft, Prügel oder Tod bestraft. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Okay, also ich glaube nicht, dass wir eine neue Quest erhalten haben, oder nein, der hat uns einfach nur informiert, wie toll, liebe, schöne Stadt Stonebridge ist. Die ist wirklich echt nicht so schlecht hier. Guck mal, kommen wir gleich rein und werden sehen hier. Die ist echt schön. Die ist ja... Also echt. Die ist echt schön. Vier Legionäre wurden vor 30 Jahren in dieser Stadt getötet. Ich bin mir nicht sicher, wie man uns empfangen wird. Das weiß ich auch nicht, aber die Stadt ist schön. Und ein Save Point. Und die Stadt ist schön. Habt ihr schon mal gesagt? Ach, und Nebenquests haben wir hier natürlich auch. Seid ihr neu in der Stadt? So wie ihr ausseht, seid ihr bestimmt nicht zum Einkaufen gekommen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich brauche jemanden, der ein bisschen Gefahr nicht scheut. Wir sind daran gewöhnt, dass man uns umbringen will. Vielleicht können wir euch helfen. Meine Lieferung mit Kleidung hat sich verspätet. Es handelt sich zwar nicht gerade um Goldbarren, aber der Preis für Seide ist hoch genug, um Diebesgesindel anzulocken. Östlich der Stadt haben ein paar Liskansi ein Lager bezogen. Deserteure von Chen Kassindas Armee. Sie plündern jede vorbeikommende Karawane. Und es warten noch andere Händler auf diese Lieferung. Ich brauche jemanden, der diese Diebe verjagt. Oder wenn nötig, auch zur Strecke bringt. Keine Sorge, wir werden dafür sorgen, dass die Straße wieder frei wird. Eure Wagen werden sicher sein und eure Fahrer ebenso. Ich danke euch. Natürlich will ich euch für eure Mühen entlohnen. Die Diebe haben ein Lager nicht weit von der Straße aufgeschlagen, östlich der Stadt, gleich beim Sumpf. Ich wünsche euch viel Glück und warte auf eure Rückkehr. Was sollte das denn da eben gerade? So, wir haben jetzt eine Nebenquest angenommen. Machen wir das mal. Wahrscheinlich kurz vor dem Eingang dann irgendwo in so einer komischen Abzweigung dann da drin. Das sollte kein Problem für uns sein. Aber die Stadt, wenn ich noch nicht gesagt habe, ist echt schön. Ja, also zumindest von hier oben, wenn man da so runter guckt. Weiß nicht, ob man da überall langlaufen kann. Ich glaube ja eher nicht, denn das ist ein bisschen, ich glaube, zu aufwendig für die Entwickler gewesen. Aber das sieht echt schön aus. Auch ein Safe Spot habe ich den auch schon mal benutzt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, jetzt kommt wieder Spinnen. Spinnen! Die können aber nix. Ups, so. Falsche Taste. So, hallo. Ist da. Da, er hat mich schon fast gedacht, dass wir da oben sind. Wieso sagt er uns, wir müssen jetzt hier so geradeaus? Oh. Ihr habt ein paar Sachen geklaut. Ich glaube nicht, dass ihr damit durchkommen werdet. Ihr Penner. Hilfe. Es brennt. Achso, das war. Ich glaube, das war unsere. Der Begleiterin, die das zum Brennen gebracht hat. Deswegen habe ich, glaube ich, auch nicht so wirklich Schaden bekommen. War doch ein bisschen beunruhigt. So, ist das... Achso, wir haben jetzt die Sachen eingesammelt, okay. Beziehungsweise, wir haben sie zur Strecke gebracht. Das ist hier so ein totes Vieh. Nein, jetzt haben wir schon eine gute Tat in Stonebridge getan, ja. Jetzt dürften sie eigentlich uns mögen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Warte mal, ich sehe doch gerade, dass wir hier wieder den blöden Bin- und Mauspfeil im Bild haben. Nein, aber Erfahrungspunkte bringt uns das zumindest. Und das ist ja eigentlich auch die Hauptsache. Ich will nicht unbedingt unterlevelt dann kommen. Wobei natürlich, also in dem Spiel wird nicht unbedingt angezeigt, wie erfahrungsmäßig hoch die Gegner sind. Das verschweigt das Spiel. Verschweigt das Spiel denn auch, wie weit wir levelmäßig sind? Nein. Wir sind aber Level 14. Das ist eigentlich ja schon ganz gut.
Meine Waren sind da. Ich danke euch, meine Freunde. Hier ist die Hälfte dessen, was ich ohne eure Hilfe verloren hätte. Sehr nett. Sehr, sehr nett von der Dame. Und jetzt machen wir weiter. Und gucken mal, ob wir noch eine Nebenquest bekommen oder ob wir jetzt direkt die Hauptquest angehen. Und wenn man sieht, das Spiel ist wirklich schlauchlevelig, weil die Stadt, die hätte man so gut auch mit vielen Gassen designen können, aber nein, stattdessen kann man hier nur geradeaus gehen. Das ist doch sehr auch dem alten Dungeon Siege angepasst, ne? Was ich nicht schlecht finde, weil wir wissen ja alle, also diejenigen, die Dungeon Siege kennen, die Reihe, die war dafür bekannt, dass sie schlauchlevelig war, dass man nur geradeaus gehen konnte und man nicht wirklich die Option hatte, links oder rechts abzubiegen. Ein paar Mal schon, aber das verlief sich sehr, sehr, sehr schnell und deutlich in Sackgassen. Wobei, jetzt hier haben wir ein bisschen was, wo wir abbiegen können. Bitte keine Abfälle oder Exkremente auf den Straßen hinterlassen. Achso, hier kommt man raus. Okay, alles klar. Ja, ja, ja. Oder auch irgendwo anders hin. Lass da oben bist. Aber noch nicht. Hier gehen wir noch nicht lang, denn wir wollen ja erstmal hier lang, wo uns unser Weg hinführt. Das müsste das Versammlungshaus sein, ne? Wir gehen mal rein. Das große Versammlungshaus. Wir haben es erreicht. Es ist lange her, aber ich frage mich, ob irgendjemand den Angriff auf diesen Ort überlebt hat. Ich frage mich eher, warum hier Leute reingegangen sind und nicht wieder rausgekommen sind. Okay, das. Ja, die Frage hat sich geklärt. Mal auf mit euren blöden Sachen hier. Haben wir noch ein paar Gegner hier? Ja, da sind noch ein paar Gegner. Zack! Noch mehr? Ja, die schießt noch auf irgendwas. Wie viele kommen denn hier noch? Stehen alle. Ach, die stehen alle wieder. Die respawnen. Müssen wir. Moment. Wir müssen. So, wir müssen in die Mitte, glaube ich. Wir haben einen Black Screen. Legionsschriftrolle. Der Ethik der 10. Legion beruht auf 4 blablabla entschlossene Verteidigung um Verstößung mit unseren Feinden Loyalität zur Krone Gerechtigkeit Urteil. Und so wie diese vier Prinzipien das Fundament der Legion darstellen sollen, nicht darstellt, so schützt die vier Bücher dieses Versammlungshaus. Wenn die Bücher nicht an der richtigen Stelle sind, bleibt das Allerheiligste verschlossen und die Wachen werden jene zur Strecke bringen, die es wagen, unseren heiligen Boden zu betreten. Alles klar, deswegen ist es hier so komisch. Müssen wir die jetzt töten? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil die ja immer wieder respawnen.
Ach! Hä? Hey. Oh Mann, ich check das hier nicht. Wir müssen irgendwelche Bücher da. Warte mal. Komm wieder her. Irgendwelche Bücher? Irgendwas mit Büchern? Problem ist, also hier wird mir angezeigt, ja, da müssen wir hin oder so, ne? Das Problem ist, ich komme da nicht hin, weil das Spiel einen nicht lässt. Also die sind zu, die Wege. Ja, die sind halt zu. Aber Moment, ich glaube, wenn wir jetzt... Mach nochmal hier ein Heildingens an. Wenn wir jetzt hier lang gehen... Kann ich hier durch? Nein. Was zum Teufel? Also hier kann ich leider nicht durch. Ja, wie soll ich das dann machen? Ah, das ist ein bisschen verwirrend. Ich guck mal kurz in den Quest-Bereich rein. Findet die Treue. Gute Treue findet. Das wird mir auch alles schön angezeigt. Ich kann das alles schön finden. Ja, alles schön und gut. Aber Problem. Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Weil hier ist er zu. Oder kann ich hier irgendwie was? Nee. Hier ist auch zu. Weil ich alle Gegner gleichzeitig besiegen oder. Moment. Ah! Ich bin ja so blöd. Ich habe den Hebel übersehen. Okay. Ja, gut. Warte! So. Gab's! Bin ich hier durch? Brenne ich dann? Nee, das hat sich wahrscheinlich gelegt, ne? Okay! So, warte, geh mal. So. Hier offen. Nee, müssen wir wahrscheinlich wieder. Oder kann ich trotzdem durch? Nee. Okay, müssen wir hier wahrscheinlich wieder einen Hebel finden, oder? Ah nee, wir können hier in die Mitte rein. Moment. Hebel. Oh Gott! Das ist ja. So, Heilung. Komm. Gut, ist dann sterben die nämlich hier alle. Moment, habe ich eigentlich. Ja, habe ich, Gott. Gut, dann noch einen. Buch wahrscheinlich. Alle. Im Gefecht gesch. Oh nein! Hilfe. Tod wird euch nicht. Ich bin also doch nicht tot. Wunderbar. Wunderbar. Danke, dass sie mir geholfen hat. Das war ein bisschen blöd gelaufen. Ja, ich habe hier alles gelöst. Denke, wir sind jetzt safe, oder? Das Buch der Versöhnung. Oh, ein Buch fehlt uns noch. Aber das sollte erstmal kein Problem sein.
Was holen wir uns noch? Nein! Ich werde es mir holen! Zack! Damit haben wir auch das letzte Buch wahrscheinlich. Oder fehlt uns noch irgendwas? Die Strapazen machen übrigens auch Sinn. Naja, also es macht Sinn, dass die Leute, die hier reingegangen sind, gestorben sind. Weil der Schutzmechanismus angegangen ist, natürlich. Aber wir, weil wir von der Legion sind, können den ausschalten. Wir sind halt Profis in sowas. Ja. Gut, das war's erstmal mit dieser Folge von Dungeons Age 3 und in der nächsten werden wir dann wahrscheinlich das Haus hier übernehmen. Das Sammlungshaus, so wie geplant. Und dann werden wir weiter Richtung Jane Cassandra ziehen. Mal sehen, was uns da noch alles erwartet.